Schwarzenegger ist heute hier in Wien und zwar zu Besuch beim Bundeskanzler Sebastian Kurz hier im Bundeskanzleramt. Die beiden hatten ein Gespräch, das ein bisschen länger gedauert hat. Insofern mussten auch wir Journalistinnen und Journalisten ein bisschen länger warten, worauf man somit schließen kann, das überlasse ich Ihnen. Auf jeden Fall dürfte es ein sehr freundschaftliches, ein sehr nettes Gespräch gewesen sein. Das konnte man auch im ganz kurzen Statement, das man hier auch noch im Anschluss gesehen hat, vernehmen. Man hat gemeinsam Mittag gegessen und, das hat man auch gesagt, man hat natürlich über das große, über das beherrschende Thema Klimawandel gesprochen. Arnold Schwarzenegger, der Terminator, ist ja schon lange, setzt sich schon lange für den Klimaschutz ein. Und das auch schon seit Jahren in Österreich, denn er hat ja immer wieder dieses R20, das heißt ein Treffen von Expertinnen und Experten, hier in Wien organisiert. Für gewöhnlich ganz abgeschottet in der Hofburg, ein eher elitäres Treffen. 2020 wird das aber anders sein, denn Greta Thunberg hat zugesagt, bei diesem R20 teilzunehmen. Das heißt, hier wird auch Fridays for Future vertreten sein. Man wird das wahrscheinlich am Heldenplatz hier machen im Frühjahr 2020. Das heißt, auch das Klima, der Klimawandel stand hier natürlich im Mittelpunkt des Gesprächs zwischen dem Bundeskanzler Sebastian Kurz und dem Terminator Arnold Schwarzenegger.